So ihr Lieben, es gibt nach langer Zeit mal wieder ein Hauptvideo, wo ich sitze. Ja, tatsächlich habe ich mich dazu entschlossen, das Video jetzt einfach hier mal wieder schön im Gaming-Stuhl aufzunehmen. Und es könnte auch sein, dass ich in Zukunft öfter mal wieder Videos so aufnehme, wie das Ganze jetzt eben hier sehen könnt. Könnt ihr mir mal in die Kommentare unten reinschreiben, wie ihr das seht. Bevorzugt ihr den Greenscreen da drüben? Oder kann man das Ganze eben auch einfach mal hier so im Sitzen machen? Das wäre für mich auf jeden Fall angenehmer, so könnte ich auch besser und öfter Content für euch produzieren, weil ich nun auch die Entscheidung gefasst habe, ich möchte ein bisschen in Richtung Shorts gehen. Jetzt aber keine Panik, ich werde euch hier auf gar keinen Fall mit Shorts zufluten. Ihr wisst ja selber, dass ich nicht unbedingt der größte Fan bin von Shorts und schon gar nicht von Leuten, die maximal eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden haben. Allerdings will ich trotz allem mal die Chance nutzen und zu versuchen, den Kanal nochmal ein bisschen voranzupushen. Und ich habe mich da mal ein bisschen informiert und Shorts sollen diesbezüglich wohl dann doch relativ hilfreich sein. Das heißt, ich will euch hier überhaupt nicht anlügen. Nein, ich werde in Richtung Shorts-Produktion gehen. Das Ganze aber eben, wie gesagt, jetzt hier nicht mit Shorts überschwemmen, um den Kanal ein bisschen voranzupushen. Wenn ihr allerdings zu den Leuten gehört, die länger als 15 Sekunden zuhören können, dann Glückwunsch, sehr geil. Dann könnt ihr auch einfach in den Einstellungen von YouTube die Shorts-Anzeigen ausschalten. Dann könnt ihr meine Shorts nicht sehen oder müsst dann die Shorts nicht sehen. Denn die werden sich ebenfalls mit Themen befassen, die wir bereits hier in den langen Videos behandelt haben. Eben einfach so Dinge wie, wie kommt der T-Rex hier aus dem Gehege raus, obwohl dann später eine Schlucht da unten ist? Wie kam der Velociraptor zu John Arnold in den Bunker rein? Oder eben auch bestimmte Dinge aus dem Godzilla und eben Monsterverse-Universum. Nur, dass ihr da jetzt schon mal Bescheid wisst, Shorts auf dem Kanal werden jetzt hier nach und nach kommen. In diesem Video allerdings jetzt hier unterhalten wir uns über einen scheinbar neuen Regisseur, der jetzt gefunden wurde, zum Thema Jurassic World 4. Ja, das Ding hat immer noch keinen offiziellen Namen, soll nächstes Jahr im Juli, meine ich, war es gewesen, im Kino kommen und hat weder Regisseur noch Schauspieler, aber ein fertiges Skript und zwei Konzeptdesigns von Dinosauriern. Was soll da schon schief gehen? Wir schwatzen jetzt auf jeden Fall hier in dem Video mal über den neuen möglicherweise gefundenen Regisseur und kleine Vorwarnung an alle, dieses Video geht definitiv länger als 15 Sekunden. Müssen diese Spitzen sein? Ja, definitiv. Fangen wir jetzt an. Viel Spaß mit dem Video. Okay, die gesamten News rund um das Jurassic-Franchise oder das Jurassic-Universum, das jetzt eben aufgebaut wird, die überlappen sich ja immer wieder. Die kommen irgendwie ins Rollen, dann werden wir ganz euphorisch, denken uns, jawohl, geil, jetzt geht's endlich los und danach heißt es irgendwie wieder, na, nee, doch nicht. Oder eben so kuriose Sachen wie, ey, wir haben den Film zwar noch nicht mal angefangen zu drehen oder auch nur angefangen irgendwas mit Casting oder ähnlichem, aber er kommt nächstes Jahr schon im Kino. Und ich hab's schon mal gesagt, ich habe hier irgendwie so ganz seltsame Jurassic Park 3 Vibes. Und das, obwohl ich Jurassic Park 3 ja wirklich liebe, auch zu erkennen, übrigens hinten an meinem neuen Dino-Licht, was ihr hier, Moment, da sehen könnt, was mir der liebe Daniel geschickt hat. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Er hat dieses Ding wirklich komplett selber designt, selber gestaltet und einfach selber zusammengeschustert und mir eben zukommen lassen. Darauf werde ich aber in einem anderen Video nochmal ein bisschen genauer eingehen, denn auch ihr könnt euch möglicherweise schon sehr bald ebenfalls so Dinger selbst anfertigen lassen. Auf jeden Fall, Jurassic Park 3, man kann nicht leugnen, dass der Film ja wirklich Probleme hatte und eben auch wirklich zum Aussterben des Jurassic Park Franchise geführt hat. Denn Jurassic Park an sich ist danach nie wieder weitergeführt worden. Es gab dann eine ewig lange Brücke oder eine ewig lange Zeitspanne und dann ging es eben mit Jurassic World weiter. Und auch wenn Jurassic World die offizielle Fortsetzung zu Jurassic Park 3 ist, gab es doch eigentlich schon einige kleine Pläne, die nicht umgesetzt werden konnten aufgrund des Misserfolges von Jurassic Park 3, die in Jurassic Park 4 benutzt werden sollten. Über das ganze Thema Jurassic Park 4 hatten wir auch schon mal gesprochen gehabt. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Da habe ich ja darüber gesprochen, wie ungefähr jetzt die Story von Jurassic Park 4 hätte aussehen sollen. Jurassic World Dominion ist jetzt noch gar nicht so lange aus dem Kino ausgelaufen. Und jetzt haben wir die offizielle Ankündigung bekommen, ein weiteres Projekt der Jurassic-Reihe wird in Arbeit gebracht werden. Und der Termin, Juli 2025, scheint wirklich fix gehalten zu werden. Es wird sich an diesem Termin wirklich krampfhaft festgehalten, obwohl jetzt auch schon die ersten Gerüchte im Internet kursieren, dass man das möglicherweise doch verschiebt. Und ich sag nach wie vor, ey, verschiebt es. Lasst euch Zeit, macht ein Jahr später draus, das wäre wesentlich besser. Aber bis jetzt will Universal auf jeden Fall an diesem Termin festhalten. Deswegen hatten sie auch eine Art von Stellenbeschreibung herausgebracht, wo sie eben gesagt haben, ja, wir suchen halt einen Regisseur,
der auf jeden Fall in der Lage ist, sich 1:1 an das Drehbuch von David Koepp zu halten, demjenigen, der auch die Drehbücher zu Jurassic Park 1 und The Lost World, Jurassic Park 2 verfasst hat. Also einem Regisseur, der aufhört, ständig zu versuchen, eigene Innovationen in die ganze Nummer mit reinzubringen. Und da kann man jetzt erstmal meinen, okay, der Moment, in dem das Studio erneut Sachen vorgibt, ist meistens ein dummes Vorzeichen. Allerdings macht das Studio das hier ja gar nicht, sondern das Drehbuch von David Koepp soll 1:1 so verfilmt werden, wie es eben jetzt auch geschrieben wurde. Und das ist schon mal eine ziemlich coole Sache, denn David Koepp hat es nun mal drauf, was Drehbücher schreiben angeht. Und erste Stimmen behaupten auch schon, das Drehbuch wurde hier und da bereits gesichtet, natürlich von sehr, sehr krassen Insidern. Und die müssen relativ begeistert von diesem Drehbuch gewesen sein. Was man jetzt davon halten kann, das könnt ihr selber entscheiden, aber ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass David Koepp ein geniales Drehbuch geschrieben hat. Ebenfalls gab es erste Fakten darüber, was wir in dem Film erwarten können. Es wird keine militarisierten Dinosaurier geben, das heißt, wir werden keine Dino-Waffen sehen. Von Hybriden ist allerdings hier keine Rede. Die werden möglicherweise weiterhin vorkommen können, denn der Film spielt nach Jurassic World Dominion, wird allerdings noch einmal komplett bei Null anfangen, also quasi ein Reboot der ganzen Nummer, was aber offiziell nach Jurassic World Dominion angelehnt ist, also ein Soft-Reboot. Es wurde zwar auch angekündigt, dass das Ding wesentlich mehr Fokus auf Action haben sollte, allerdings war das damals auch wirklich so, dass der allererste Jurassic Park Film von 93 damals Werbeplakate ausgehangen hat, wo er als Action-Thriller betitelt worden ist und naja, deswegen würde ich da erstmal auch nicht die Panikglocke läuten. David Leitch war erst angedacht, die ganze Nummer zu verfilmen und wir haben, glaube ich, dazu recht, ja, ein bisschen Angst bekommen, weil David Leitch ist für gute Filme bekannt. Gute Filme aus dem Action-Genre. Unter anderem hat er bei einem Deadpool-Film mitgewirkt. Er hat bei John Wick mitgewirkt. Er hat bei Bullet Train seine Hände als Regisseur mit im Spiel gehabt. Und das sind alles sehr gute Filme. Je nachdem, wie man das Ganze eben sieht. Aber objektiv gesehen sind das eben gute Action-Filme. Nur haben wir generell auch gerade als Fans und Zuschauer jetzt nicht unbedingt das Jurassic-Franchise mit einem puren Action-Comedy-Regisseur in Verbindung gebracht. Gott sei Dank hat David Leitch dann aber auch versucht, ein bisschen zu viel Eigeninnovation in den Film mit reinzubringen. Er wollte noch ein bisschen mehr Action in die ganze Nummer reindrehen und Universal hat daraufhin gesagt, nein, okay, wir entfernen uns jetzt erstmal von David Leitch, jetzt hier gar nicht im bösen Sinne oder sowas. Wir brauchen aber jetzt wirklich jemanden, der sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt. Und diese Aufgabe wird definitiv ein krasses Mammutprojekt werden. Jetzt haben wir einen neuen Regisseur im Gespräch und dieser Regisseur ist wohl wieder genau auf demselben Plan, wie es auch ein David Leitch gewesen ist. Nämlich auf einem sehr guten Podest, um den Film wirklich zu übernehmen. Und diesmal geht es um niemand geringeren als Gareth Edwards. Der Mann, der uns zum einen den Star Wars Rogue One Film gebracht hat, der unter den Star Wars Filmen, gerade unter denen von Disney, mitunter einer der besten ist, wenn nicht sogar der beste unter der Leitung von Disney. Ist Rogue One der beste Disney Star Wars Film? Ich würde sogar sagen, ja, definitiv. Und jetzt kommt's, jetzt können wir sogar hier in dem Jurassic Park Video noch einmal den Bogen zum Monsterverse schlagen. Gareth Edwards hat unter anderem den oder meinen persönlichen Lieblings-Monsterverse-Film Godzilla 2014 rausgebracht. Also hier hat er ebenfalls Regie geführt und sämtliche Tonalitäten, die ich an diesem Film lobe, sei es das dezente Auftreten von Godzilla, die Dunkelheit, diese gesamte Atmosphäre, die stammt eben von Gareth Edwards. Und genau dafür ist er eben auch bekannt. Ich meine, auch ein Rogue One-Film hat eben diese sehr ernste und zum Großteil auch düstere Hintergrundatmosphäre, die ich einfach sehr wertschätze. Ich meine, einige von euch sagen immer noch, Tobi, Mann, Godzilla 2014, da war viel zu wenig Godzilla drin. Ich verstehe eure Kritik, auch wenn ich das Ganze anders sehe. Ich kann komplett nachvollziehen, was ihr damit aussagen wollt. Allerdings heißt es jetzt ja nicht, dass Gareth Edwards daraufhin erneut einen Jurassic-Film herausbringen würde, wo er jetzt wieder nur, was weiß ich, 10 Minuten Dinosaurier in einen 6-Stunden-Film reinknallen würde. Um es ganz übertrieben auszusagen, das wird nicht passieren. Außerdem wurde sich ja bereits nach dem 2014er Godzilla die Kritik wirklich auch sehr stark zu Herzen genommen, welche eben den ersten Film betroffen hat, aufgrund des zu dezenten Auftretens von Godzilla, der zu düsteren Atmosphäre. Und ich meine, King of the Monsters ist eigentlich noch düsterer im Endeffekt, aber trotz allem, es wurde entgegengenommen. Übrigens ist Gareth Edwards auch ein riesiger Fan von Steven Spielberg und auch Spielberg selber hat wohl einen relativ guten Draht zu Gareth Edwards. Und jetzt kommt's, jetzt kommen wir wieder zu einer weiteren, jetzt kommt ein Gerücht. Nicht aufregendes, ein Gerücht, das muss hier einfach jetzt mit reingebracht werden.
Gareth Edwards hat ebenfalls einen sehr guten Draht zu Bryan Cranston. Bryan Cranston ist der Mann, der, naja, schon länger in den Gerüchten steht, vielleicht Teil des neuen Jurassic-Films zu werden. Ich lasse das einfach mal so im Raum jetzt hier stehen und ihr könnt mir jetzt in den Kommentaren unten reinschreiben. Zum einen, was sagt ihr hier zu der Location? Kann man das Ganze auch öfter mal so im Sitzen einfach aufnehmen? Oder wollt ihr unbedingt den Greenscreen wiedersehen? Das wird wahrscheinlich so ein Mischmasch aus beidem jetzt werden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Trotz allem schreibt es mir in die Kommentare unten rein, wenn ihr sagt, nö, ich will das hier überhaupt nicht sehen. Dann mache ich es halt nur noch vom Greenscreen, dann ist das halt so. Zum anderen will ich jetzt eure Meinung dazu wissen, was, wenn Gareth Edwards jetzt wirklich der Regisseur werden wird. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass man jetzt langsam wirklich festlegen muss, wer das Teil wirklich anfängt zu drehen. Und wenn Gareth Edwards jetzt hier seinen Start bekommt, wäre ich auf jeden Fall extrem gehypt. Schreibt mir einfach alle eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.